Es geht um Licht und Schatten. Und da habe ich bei meinem Onkel auf dem Handy, als er mir Urlaubsfotos gezeigt hat, habe ich folgendes Foto hier gesehen. Und habe ich gesagt, ah Mensch, das ist aber super, das kann ich vielleicht für meinen Unterricht, für meine Vorlesung gebrauchen. Und kannst du mir das mal zuschicken? Hat er mir das geschickt. Und zwar ist das in Skandinavien fotografiert, da wo die Sonne immer ziemlich tief steht und im Sommer gar nicht so richtig untergeht. Ne? Und dann hat er hier seinen eigenen Schatten fotografiert. Das ist das Interessante dabei, weil man hier eine ganz bestimmte Gesetzmäßigkeit erkennen kann, oder mehrere Dinge kann man hier erkennen. Die Sonne steht bei ihm im Rücken und der Schatten bewegt sich, also von ihm weg bewegt sich, natürlich bewegt er sich nicht, aber er strebt von ihm weg in die Ferne. Hier oben sieht man, ist sein Kopf und der ist winzig klein und seine Beine sind riesig lang. Ja, wir wissen natürlich genau, woran das liegt. Natürlich an der Perspektive. Ist ja auch unser Thema. Das ist jetzt keine große Überraschung, dass in der Ferne Dinge kleiner sind. Was hier interessant ist, ihr seht ja zum Beispiel an dem Schatten von meiner Hand, meiner Schreibtischlampe, wenn ich jetzt hier die Hand auf den Tisch lege, dann ist mein Schatten genauso groß wie meine Hand selbst. Wenn ich jetzt die Hand zur Schreibtischlampe hinbewege, dann wird mein Schatten immer größer. Und das ist hier anscheinend nicht so. Die Sonne ist Millionen Kilometer weit weg. Also das Licht von der Sonne braucht zur Erde 8 Minuten. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Dadurch, dass die Sonne so weit weg ist, dadurch erscheinen die Lichtstrahlen fast parallel auf die Erde zu treffen. Ich zeichne das mal hier oben hin. Einen großen, also die Sonne ist das jetzt mal. Und jetzt mache ich mal eine relativ kleine. Na, ich versuche mal, dass man es noch so ein bisschen erkennen kann. Eine Erde. So, das ist jetzt die Erde. Hier ist vielleicht der Mond. So, dann strahlt die Sonne natürlich nach allen Seiten ihr Licht ab, ne, ihre Strahlen. So. Und auch hier auf die Erde treffen Strahlen. Aber ihr seht schon, dass hier mein Bleistiftstrich fast schon so dick ist hier wie meine Erde selbst, die ich gezeichnet habe. Und deshalb ist das so, dass wirklich die Strahlen punktuell hier auftreffen. Also überhaupt nicht außen, so wie hier jetzt in dieser größeren Dimension auseinander zu streben scheinen. Natürlich ist hier ganz minimal werden die Strahlen auch so ein bisschen verbreitert auf die Erde treffen, aber das ist für uns kaum wahrnehmbar. Und das ist auch der Dreh bei diesem Bild. Der Kopf hier von meinem Onkel ist genauso groß wie in echt. Ne, dass wenn man jetzt hier mit Kreide um diesen Schatten auf dem Boden einen Kontur ziehen würde oder den Oberkörper, dann ist der Oberkörper exakt genauso breit wie der echte Kopf und Oberkörper von meinem Onkel. Hier scheint so ein Lastwagen, würde ich mal sagen, mit so einem Führerhäuschen, ne, wo das Licht durchscheint und hier ist vielleicht eine Ampel oder so, Schildampel, könnte ich mir vorstellen. Das ist schon mal eine interessante Sache. Dem werden wir heute dann mal so ein bisschen zeichnerisch nachgehen, aber das hier ist eine relativ einfache Geschichte, weil ja das Licht immer parallel auftrifft und der Schatten bleibt eigentlich gleich breit, wird eben nur immer länger. Interessant wird es dann, wenn man solche Situationen hier mit künstlichem Licht dann versucht, mit Licht und Schatten zu zeichnen. Was man noch hier dazu sagen kann, dass der Schatten also ein richtig, also er ist jetzt selber keine Materie in dem Sinn, aber der ist auf dem Boden real präsent. Das heißt, ich habe hier diese Fläche, die beschattet wird, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ich die jetzt, wie gesagt, mit Kreide hier nachziehen würde, das ist ja wirklich da. Und dann kann ich von vorne nach hinten das abschreiten. Und dann werde ich nämlich sehen, wenn ich mich da hinten hinstelle, dann erscheinen die Beine kürzer und der Oberkörper länger, ne? Also das oder größer. Jetzt zeichnen wir mal eine Situation bei künstlichem Licht, ne? So ähnlich wie es hier bei mir in der Wirklichkeit auf dem Schreibtisch ist, ne? So, wenn ich hier so einen Stift hinstelle oder so,
So, und wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben einen Raum, in dem eine Glühbirne hängt. Und die strahlt hier ihr Licht natürlich in alle Richtungen ab. So, das zeichne ich mal hier so illustrativ hin. Von der Mitte aus strahlt das Ding in alle Richtungen. Und das ist ja schon jetzt ein ganz anderer Faktor als bei unserem Sonnenlicht, was ich eben gezeigt hatte. Das Sonnenlicht strahlt ja dann, wenn es von oben käme, würde ja dann nur praktisch in eine Richtung nach unten strahlen. So. Hier ist ein Horizont. Ich stelle einfach mal eine Art Mauerwand hier hin oder wie auch immer. Die steht hier so auf dem Boden. Ne, und dann weiß ich ja nach dem Gesetz der Perspektive, wenn die untere Kante hier zu einem Fluchtpunkt hinläuft. So, dann ist ja die Außenkanten hier, die senkrechten sind sowieso parallel und immer senkrecht bei meiner Regel der Zwei-Fluchtpunkt-Perspektive. Aber hier die untere Kante ist dann auch parallel zu der oberen Kante. Und da ziehe ich natürlich dann einfach, um das abzuschließen, eine Fluchtlinie hier so entlang. Und dann markiere ich das nochmal mit konkreten Punkten. So. Das ist jetzt also hier meine Fläche. Natürlich ist schon mal klar, dass diese ganze Fläche, wenn das Licht von hier kommt, also ich lege das gleich noch fest, von wo das kommt, das wird euch jetzt überraschen. Auf alle Fälle ist jetzt hier, bestimme ich schon mal, dass dieser Körper selbst, also diese Wand selber einen Körperschatten hat. So, und ist hier dunkel. Dann sehe ich schon mal auch, das auch ein bisschen besser. So, jetzt steht diese Lampe über dem Boden und ich bestimme jetzt mal, wenn das hier so ein Bereich ist, ich stehe hier und hier ist so ein Platz und dann hängt die Lampe so, dass wenn ich jetzt hier eine Linie nach unten ziehe, die genau über diesen Punkt steht die Lampe. Und natürlich ist das hier im Schatten, ne, dieser Körper, weil, ne, ich sehe jetzt perspektivisch, steht ja dieser Punkt oder befindet sich dieser Punkt etwas hinter dem Bereich jetzt meiner Fläche hier, dieser Wand. So. Das heißt, dass das Licht hier dahinter scheint, deshalb habe ich es ja schon in Schatten gezeichnet. Und dadurch, dass das Licht natürlich hier in alle, ich mache hier nochmal so Pfeile dran einfach, in alle Richtungen gleichermaßen scheint, ne, so, dann bedeutet das auch, dass das natürlich hier auf die Wand scheint. Und ich kann jetzt zum Beispiel zu den Eckpunkten dieser Wand hier auch mal so einen Lichtstrahl zeichnen. So mit so einem Pfeil. Und der kommt gerade noch hier so um die Ecke, der Lichtstrahl. Und ich zeichne mal gerade hier bis hier runter hin. Geht hier immer weiter. So. Irgendwann, ne, muss der Schatten ja dann, ne, auch mal enden. Das ist jetzt die große Frage. Wenn ich jetzt das ganze Objekt eingrenze mit meinen Lichtstrahlen, so hier auch Pfeil dran, so und dann hier vielleicht auch noch mal Pfeil dran, damit man sieht, das ist alles die Richtung, die wichtig ist. Jetzt habe ich hier, weil ja die Lampe über dieser Wand ein bisschen weiter nach hinten versetzt ist, habe ich ja den Punkt hier. Und jetzt ziehe ich von diesem Punkt mal eine Fluchtlinie hier an dieser unteren Ecke so vorbei,
So. Und hier so. Na, also ich kann das nochmal hier oben daneben zeichnen. Also von oben gesehen sieht das jetzt so aus. Das ist die Lampe und hier steht diese. Und dann breitet sich das Licht jetzt mal hier in alle Richtungen aus. Hier ist sind die Kanten der Wand. Und das Licht kommt hier nicht drumrum. Das heißt, diese Fläche hier, die wird jetzt den Schatten bestimmen. Das ist klar, das habe ich nämlich jetzt hier am Boden auch durch diese Streben. Jetzt ist die Frage, wo hört der Schatten auf? Dann wird das so sein, dass der Schatten wohl, der würde dann ungefähr so aussehen, ne, wird sich hier so am Boden als Schatten, als Schlagschatten darstellen. Und das ist hier dann auch so. Ich mache es jetzt erstmal nur so vom Gefühl her und dann werdet ihr sehen, dass das genau berechenbar ist. Dieser Bereich, den lege ich jetzt einfach mal hier auf den Boden und mache das jetzt einfach mal so. Ne? Also dieser Bereich ist jetzt im Schatten. So, und jetzt kommt das Ding, warum das jetzt richtig ist. Weil ihr seht ja, dass hier diese von der Höhe der Lampe jetzt hier vorbei dieser Lichtstrahl läuft und trifft hier auf diese Kante, wo die Flucht von dem Lichtpunkt am Boden, ne, also von der Position der Lampe ausläuft. Also wenn ich von oben schaue hier, jetzt sehe ich halt nur nicht die Höhe, aber hier sehe ich ja von der Seite die Höhe. Ist ja perspektivisches Zeichnen, da versuche ich ja immer alle denn den Blickpunkt so zu machen, dass ich wirklich alles ganz genau sehen kann. So, und hier ist jetzt der Punkt. Und hier, naja, das habe ich nicht ganz genau gezeichnet, ist der Punkt. Aber da deutet sich schon an, dass wenn ich die jetzt verbinde, diese beiden Punkte, dann kann ich hier eine Linie ziehen bis zu meinem Fluchtpunkt. Und jetzt sehe ich nämlich das, was ich vorhin oder was ich immer eigentlich sage, die Struktur des Objektes, die stellt sich dann auch in allem da, auch in dem Schatten von dem Objekt. Ne, da sehe ich diese rechteckige Struktur, die von der Perspektive beeinflusst, hier alle in der Natur parallelen Linien treffen sich optisch im Horizont. Und hier habe ich es ja auch schon so gezeichnet, dass diese Linie zu dieser parallel ist in der Wirklichkeit am Boden, wenn ich ganz oben drüber stehe, aber perspektivisch läuft die ja mit, weil es ja eine parallele Linie ist, die sich optisch mit den anderen Fluchten am Horizont trifft. Und jetzt versuche ich das mal schön deutlich zu machen mit einer Schraffur, die den Lichtstrahlen entspricht. Und jetzt ein Trick, ich glaube, den habe ich schon mal gezeigt, aber ich zeige ihn nochmal. Ich ziehe jetzt hier in der Mitte eine Linie. Dann ziehe ich hier wieder in der Mitte eine Linie, immer zu diesem Punkt hin. Und dann hier so. Und schließe jetzt alle Lücken immer, indem ich in der Hälfte eine Linie ziehe. Und das sieht aus wie eine Schraffur hinterher. Und der Betrachter findet das schön ordentlich und so. Na, seht ihr, also so sieht das jetzt bei mir aus. Ich habe jetzt also hier den Schlagschatten dargestellt, also mit so einer fluchtenden Schraffur. Kann man mal so machen. Widmen wir uns dem nochmal so ein bisschen. Also ich habe jetzt hier gesehen, dass diese beiden Eckpunkte, wenn ich das jetzt nochmal durchdenke, das Objekt, ne, diese beiden Ecken, die sehe ich ja hier unten am Boden. Ja, das sind hier die beiden Ecken, die ich jetzt hier oben sehe. Und die sind sowohl perspektivisch zu mir hin natürlich vergrößert, als auch durch dieses Element hier. Das Interessante ist nämlich jetzt, wenn ich diese Platte auf die andere Seite stelle, der Fluchtpunkt ist hier. Hier ist jetzt, so, hier habe ich ja euch ja schon mal erklärt, dass wenn ich Objekte nicht parallel zueinander anordne, im Raum, ne, dass dann auch mehrere Fluchtpunkte auftreten können, aber immer auf dem gleichen Horizont.
Das hatte ich ja schon. Ich sag, ne, schreib hier mal ein L dran. Das ist der Lichtpunkt am Boden. So, und hier habe ich das dann das gleiche Prinzip. Ich habe hier von diesem Punkt aus wieder eine Richtung, eine Flucht. Jetzt ziehe ich hier von meiner Lampe hier wieder eine gerade Linie runter. So, einmal nach hier und einmal nach hier. Also ich sehe den Schlagschatten hier hinter nur so ein bisschen rausgucken und der hört hier auf. Und der Schlagschatten hat wieder die Struktur des Objektes. Und das bedeutet, dass hier ist mein Fluchtpunkt. Also hier ziehe ich jetzt eine Linie hoch. Das ist jetzt das einzige bisschen Schatten, was ich sehe. Kann das auch noch weiter treiben. Also ich kann jetzt hier sagen, ich positioniere das jetzt mal so eine Platte hier hin. Dann habe ich von der Richtung hier, das ist wieder wichtig. So. Hier ist natürlich wieder alles jetzt im Schatten. Ich mache das mal so ein bisschen grober. Und jetzt habe ich hier wieder von der Lampe direkt aus. So, und jetzt läuft nämlich ein bisschen noch so bis hierhin. Also brauche ich eigentlich nur diesen Punkt. Und den verbinde ich jetzt wieder mit dem Schatten. Wie gesagt, ist parallel die Kante zu dem Objekt selber. Und hier ziehe ich jetzt die Flucht zum Horizont. Und jetzt habe ich diesen ganzen Bereich hier. Jetzt schraffiere ich das einfach mal so durch. Das ist der Schatten, der auf mich zuläuft. Jetzt versuche ich mal einen hier so seitlich so hinzustellen. Hier ist wieder der Punkt, wo das Licht herkommt. So, schön auseinanderstreben lassen. Das läuft so. Ich mache nochmal Pfeile dran, damit man jetzt in dem Wirrwarr sieht, was das für Linien wirklich sind. Und dann hier, also hier die oberen Punkte sind jetzt wieder entscheidend. Dieser Teil ist jetzt Schatten. Der Schlagschatten. So. Ja. Und jetzt seht ihr hier, wie das um diesen Punkt, um dieses Zentrum herum sich praktisch aufbaut. Ich zeige noch mal eine andere Anordnung, die ähnlich funktioniert. Da ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen jetzt noch mit diesem umlaufenden Licht. Wir stellen hier mal eine Straßenlaterne hin. Jetzt steht hier einer. Das Licht scheint natürlich auf die Person, so, von diesem Punkt aus. Und scheint über diese Person weg. Und überall da, wo kein Licht ist, ist Schatten. Also ist hier irgendwo in dem Bereich dann Schatten. So. Und der Schatten fängt hier an, wo die Füße sind. Das sehe ich jetzt hier so. Die Position der Lampe ist ja hier. Und von hier aus läuft jetzt praktisch dieses, hier läuft jetzt hier so entlang. Und die Breite, je nachdem wie breit die Person ist, sag ich mal, die ist so breit, so setzt sich jetzt der Schatten fort und verbreitert sich jetzt auch. So, und das heißt, dass ich wahrscheinlich jetzt hier einen vergrößerten Kopf habe. Also die Größe ein bisschen verlängert und vergrößert. Und hier unten sehe ich dann den Körper als Schlagschatten. Hier ist natürlich kein Schatten, sondern so. So schlägt der Schlagschatten jetzt hier hin. Zu der anderen Richtung. Hier sieht das jetzt so aus. Ihr seht schon, das ist immer ein ähnliches Schema. Jetzt hier die am Boden. So, hier auch wieder. Es ist jetzt auch so, je weiter die Figur
wegsteht, desto länger wird im Verhältnis dann auch der Schatten. Ich stelle mal hier davor, stelle ich jetzt mal jemanden hin, der auch genau so groß ist ungefähr. Ne, hier auch wieder das gleiche Prinzip. Von diesem Punkt aus lasse ich den Schatten jetzt ganz leicht nach hinten breiter werden. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, weil jetzt kommt hier das Licht so, so. Und jetzt ist nämlich der Schatten nur noch so lang. Ne? Also ihr seht, dass die Position, ne, wo jetzt die Person steht, ne, das hat eine ganz wichtige Faktor jetzt da drauf, wie lang der Schatten ist. Jetzt ist der Schatten so. Ne, wenn ich jetzt den Vergleich mache, dann ist der Schatten hier schon wesentlich größer als die Figur. Stellen wir mal eine hier hin. Mal sehen, was dann passiert. Natürlich ist das jetzt hier ganz offensichtlich, dass diese Schatten alle strahlenförmig sich auch um diesen Punkt anordnen. Also so wie wenn man am Lagerfeuer sitzt oder steht oder was auch immer, ne, könnt ihr mal beobachten, dann sieht das genauso aus. Jetzt wird es etwas komplizierter, wenn man das Ganze jetzt in einen Raum, ist er einmal in einen Raum reinstellt oder auch vielleicht auch einen anderen Körper mal nimmt, als immer nur so eine Wand oder so eine Figur. Ich mache dann nochmal dieses Beispiel mit der Lampe. Und jetzt habe ich mal einen, ja, habe ich jetzt mal so einen ganz normalen Raum. Ich sage mal, der Raum ist so ein ganz banaler, zentralperspektivisch angeordneter Raum. Jetzt stellen wir hier mal einen Quader hin. Diese Seite ist im Schatten. Jetzt habe ich wieder den gleichen Effekt. Also von diesem Punkt, wo die Lampe ja drüber steht, da streben jetzt diese Linien auseinander, die Lichtlinien. Und ja, jetzt brauche ich aber noch eigentlich die Kiste in durchsichtig eigentlich, denn ich brauche ja die hintere Kante eigentlich. Wenn ich jetzt hier mal durchsichtig zeichne, also hier eine Flucht und hier die noch mitfluchten lassen, dann sehe ich hier, dass es durchsichtig ist, dass hier die wichtige Kante ist, die nämlich dann hier am Boden hier noch zu sehen ist. Und hier von dem Licht aus, von der Lampe aus, läuft jetzt hier über diese Ecke der Lichtstrahl so entlang. Und jetzt arbeite ich wieder mit der Struktur des Objektes selber. Und zwar, alle Senkrechten sind senkrecht. Und wenn hier der Schatten jetzt hier unten auf die Wandkante trifft, dann entsteht ja hier ein Punkt und er läuft senkrecht hier hoch, weil das Objekt, die Senkrechten des Objektes sind senkrecht. So, läuft, ich mache es jetzt mal unendlich, läuft hier unendlich hoch, erstmal gedacht. So, und hier hinten, also ich habe hier auch wieder meine Wandkante, hier mache ich wieder einen Punkt, hier an diesem Punkt läuft jetzt diese andere Senkrechte nach oben. Erstmal ganz wertfrei, nur senkrecht. So. Aber wo werden die jetzt abgeeckt? Jetzt sehe ich von diesem Punkt, den hier so drüber laufen. Jetzt gehe ich nicht von hier oben, sondern hier von den Punkten, wo die Lampe in die Richtung sitzt. Und dann sehe ich, dass hier, da grenzt jetzt diese Ecke. Also, oder da ist die Ecke, also die Ecke zeichnet sich ja durch den Schatten ab, sehe ich jetzt hier auf der Wand. So, und ja, und die andere Ecke, also wäre jetzt praktisch das ungefähr so. Also ich hätte diese Kante, die hier hinten ist, hätte ich hier noch so ein bisschen abgezeichnet. Der Betrachter, das ist das Ding, der wird sofort erkennen, dass das richtig ist. Auch wenn der das gar nicht so nachvollziehen kann, hier dieses ganze komplizierte Konstrukt hier mit der
Kiste und der Wand und allem. Der Betrachter würde sofort sehen, wenn das hier nur so eine Fantasieform ist, die ich hier zeichne. Der erkennt sofort, dass das hier nur der richtige Schlagschatten dann sein kann. Ihr könnt ja mal was versuchen, sowas so zu konstruieren. Also ich habe jetzt praktisch meine Streichholzschachtel oder was auch immer, die ich hier so hinstelle. So, und da seht ihr schon mal, jetzt von oben gesehen, ist ja das ganz interessant. Da seht ihr zum Beispiel, in welcher Entfernung meine Schreibtischlampe steht. Also von dem Punkt am Boden zeichnen sich jetzt hier so Fluchten nach außen weg. Also strebt aus ganz deutlich, ich leg mal zwei Stifte einfach hier so daneben. So, da seht ihr jetzt die Fluchten des Schattens, treffen dann irgendwann hier hinten auf meinem Schreibtisch zusammen. Da seht ihr jetzt, dass die Perspektive mit dazu kommt. Jetzt habe ich das Ganze ja gekippt vom Blickpunkt her der Kamera. Genau, das nehme ich jetzt mal und stelle hier mal eine Wand hin. Jetzt seht ihr nämlich ungefähr den Effekt, den ich eben erklärt habe.